Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Januar 2019. Und meine Güte, was war das für ein mega erfolgreicher Lesemonat für mich. Ich habe 11 Geschichten erleben dürfen und das ist für mich extrem viel. Ich weiß gar nicht, warum das so viel geworden ist, beziehungsweise ich kann mir zwei Gründe auf jeden Fall denken. Zum einen hatte ich keine großartige Serie im Januar, die ich gesuchtet habe und das nimmt ja auch schon immer sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und zum anderen lag es, glaube ich, auch wirklich an der Qualität der Bücher, dass die so gut war, dass ich sie einfach so schnell wegsuchten konnte. Und das ist natürlich grandios. Es ist ja eigentlich egal, wie viele Bücher man im Monat liest. Viel wichtiger ist ja, dass es gute Bücher waren und dass sie einen begeistern konnten. Nun war einfach, stimmte bei mir beides, dass ich so viel lesen konnte und gleichzeitig sie auch noch gut waren. Ja, das freut mich extrem, dass mein Lesejahr so gut gestartet ist und dann kann ich natürlich auch viel motivierter in den nächsten Lesemonat gehen. Ja, und bevor ich euch die Bücher zeigen möchte, möchte ich euch wieder meine Mini-Statistik vorstellen, die ich hier in meinem kleinen Lesetagebuch vorbereitet habe. Wie gesagt, waren es 11 Geschichten, die ich erleben konnte. 10 davon habe ich im Januar beendet und demnach habe ich eines begonnen im Januar. Und von den 11 Geschichten war eines ein Hörbuch, was für mich ja auch eher selten der Fall ist, und 2 davon waren Rereads. Und dazu, zu diesem Thema, dass ich Bücher nochmal lesen möchte, kommt ja auch nochmal ein Video und da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich finde es auch toll, dass ich jetzt im Januar schon damit begonnen habe, mir eine Reihe vorzuknöpfen, die ich unbedingt nochmal lesen möchte und ich habe es nicht bereut. Im Gegenteil, es war einfach so toll, wieder in eines der Lieblingsbücher eintauchen zu können und es hat mich nur darin bestätigt, das viel häufiger machen zu müssen und ja, aber dazu denn gleich mehr, wenn ich dazu zu diesen Büchern komme. Neuzugänge hatte ich im Januar 5 Stück, was für mich schon relativ viel ist, ja doch, und demnach ist mein Sub auch nicht so sehr gefallen. Es waren letzten Monat 28 und jetzt sind es 26, also ist es 2 gesunken. Aber wie ich schon im Video zu meinen Vorsätzen für 2019 gesagt habe, ist, dass ich mir da nicht mehr so viel Druck machen möchte. Ich möchte zwar immer noch meinen Sub verringern und es ist mir auch ein hohes Anliegen, dass der runtergeht, aber es ist mir nicht mehr so wichtig, wie schnell er runtergeht. Hauptsache er sinkt und das ist hier der Fall. Demnach bin ich rundum zufrieden mit meinem Lesemonat Januar. Ja, also es wird ein langes Video, richtet euch darauf ein, ihr seht ja wahrscheinlich schon an der Zeit, wie lange es geworden ist, das weiß ich jetzt in diesem Moment noch nicht. Nehmt euch deswegen ein tolles Erfrischungsgetränk, einen leckeren Tee, einen Kaffee, was auch immer und was zum Naschen, dann können wir dieses Video zusammen genießen und ich kann euch die tollen Bücher, die ich gelesen habe, vorstellen. Das erste Buch, was ich euch zeige, ist allerdings gerade nicht in meinem Besitz, denn ich habe es gerade an eine liebe Freundin verliehen. Und zwar ist das In eisige Höhen von John Krakauer. Ja, dieses Buch habe ich im Dezember hauptsächlich gelesen. Im Januar habe ich die restlichen 100 Seiten ungefähr gelesen. Und im Lesemonat Dezember habe ich da schon auch viel drüber berichtet. Deswegen möchte ich jetzt da nicht mehr so viel drüber sagen. Hierbei handelt es sich um einen Bergsteigerbericht von John Krakauer, der halt mittendrin dabei war, 1996 auf dem Mount Everest. Da hat sich halt ein Drama, eine Katastrophe zugetragen und über diese berichtet er. Es war wieder sehr abenteuerlich und dramatisch. Allerdings bin ich manchmal so ein bisschen aus dem Lesefluss rausgekommen, weil es sehr, sehr viel Informationen über verschiedenste Charaktere gibt. Aber insgesamt hat es mir gefallen. Wenn es euch interessiert, schaut gerne im Lesemonat Dezember vorbei. Am Ende des Videos berichte ich dort ein bisschen genauer drüber. Beim nächsten Buch war ich mir gar nicht so sicher, ob mich das richtig packen sollte, beziehungsweise ich habe es mir angefragt beim Verlag, deswegen hat es mich schon gepackt von der Idee her. Aber ich habe ein paar Mal schon vorher ein bisschen reingelesen und war von der Sprache überhaupt nicht angetan, weil es sehr oberflächlich, sehr jugendlich und sehr umgangssprachlich war. Ah, da war ich ein bisschen skeptisch, aber dann habe ich mir einfach vorgenommen, jetzt liest du einfach mal weiter, das liest sich ja schnell weg, ist groß geschrieben,
und eben ganz umgangssprachlich leicht, da kommst du schnell durch. Und dann habe ich das aber auch wirklich schnell durchgesuchtet. Also an 1, 2 Tagen war es ja weggelesen und es hat mir wirklich gut gefallen. Ich rede von White Maze, Du bist längst mittendrin, von June Perry. Ja, eben ein Jugendbuch und die Idee dahinter ist einfach grandios. Wir befinden uns hier in einer Welt, die unserer sehr, sehr nahe ist. Eine nahe Zukunftsversion, in der die Menschen die Smartphones nicht mehr brauchen, denn sie nutzen hauptsächlich Kontaktlinsen, mit denen sie halt ins Internet und in ihre sozialen Netzwerke gehen können. Und wir begegnen hier Vivian, die ein sehr sorgenfreies Leben hat, denn ihre Mutter ist erfolgreiche Spieleentwicklerin und steht wieder kurz vor dem Release eines sehr, sehr ja, gewünschten Spieles, denn es erscheinen gleichzeitig auch neue Kontaktlinsen, mit Hilfe derer man in dem Spiel das nicht nur sehen kann, sondern auch mit allen anderen Sinnen das Spiel erleben kann. Und da ist ein Run drauf, das ja, ist nicht zu messen. Aber kurz bevor das Spiel herauskommt, stirbt ihre Mutter aus ja, mysteriösen Gründen. Sie warnt ihre Tochter aber kurz vorher noch vor den Kontaktlinsen. Und Vivien möchte jetzt natürlich herausfinden, was dahinter steckt. Und sie sucht sich Hilfe bei einem schulbekannten Hacker. Und mit Hilfe dessen Freunde, Nerdfreunde, machen sie sich auf die Suche nach den Kontaktlinsen, untersuchen diese und natürlich auch das Spiel. Ja, es ist wirklich sehr, sehr rasant, aber auch interessant, weil es unserer Zukunft so nahe ist. Und hier gibt es viele philosophische Anstöße, was eben dieses digitale Leben angeht. Und ja, also wirklich spannend. Auch die Sprache, die ich ja vorher bemängelt habe, wandelt sich etwas, genauso wie die Protagonistin eine große Entwicklung mitmacht. Es gab viele Logik oder einige Logiklücken und ich hätte gern mehr vom Spiel gewusst oder mehr vom Spiel erfahren, aber insgesamt wirklich ein Highlight. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut gerne in die Rezension vorbei. Ich werde sobald eine Rezension online ist oder wenn sie schon online ist, in der Infobox darauf hinweisen und sie verlinken. Deswegen werde ich versuchen, auch zu den Büchern nicht ganz so viel zu sagen. Allerdings ja, kann ich mich ja gar nicht so gut kurz fassen. Von daher werde ich zu den Büchern auch immer 1, 2 Wörter mehr sagen, weil auch viele Leute, glaube ich, viele Zuschauer nur die Lesemonate schauen und gar nicht die Rezension. Und das wäre dann schade, wenn die ja, Bücher einfach nur hochgehalten werden und sagen, ist gut, schaut Rezension. Aber egal. Jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Das ist etwas sehr Besonderes. Habt ihr schon bei meinen Neuzugängen aus dem Januar gesehen? Und zwar ist das Widow's Point von Richard und Billie Chisma. Das sind Vater und Sohn. Und das Ganze ist im Cemetery Dance Verlag in Germany erschienen. Das ist ein Verlag, der kommt eigentlich aus Amerika und ist jetzt nach Deutschland geschwappt und die Bücher erscheinen unter dem Dach vom Buchheim Verlag. Und das ist jetzt das erste Buch, was erschienen ist und die Bücher sind aber limitiert. Hiervon gibt es nur 999 Exemplare. Ich habe jetzt 523, leider keine besonders tolle Zahl, wie ich gehofft habe, irgendwie 666 oder so. Ja, also man kann diese Bücher nicht im Buchhandel erstehen, sondern nur auf der Verlagsseite. Und ich weiß gar nicht, ob es noch Exemplare gibt, aber es wird weitere Bände geben. Der nächste ist allerdings eine Kurzgeschichtensammlung und ich bin jetzt nicht so der Kurzgeschichtensammlung-Fan, aber ich habe schon ein weiteres Werk gesehen, was mich dann mehr anspricht. Ja, alleine die Aufmachung macht dieses Buch zu etwas sehr Besonderem. Es hat ein Lesebändchen, es ist innen drin ganz toll illustriert. Ich finde das Cover auch ganz atmosphärisch gruselig gestaltet und ich habe es noch gar nicht gesagt. Der Verlag bringt Horrorliteratur auf den Markt und hierbei handelt es sich um eine atmosphärische Geistergeschichte, die eben auf einem oder in einem Leuchtturm spielt. Und dieser Leuchtturm ist scheinbar verflucht, denn dort passieren mehrere seltsame, mysteriöse Todesfälle und er ist verlassen, steht leer und keiner ist seit Jahren dort gewesen, bis eines Tages ein bekannter Autor
dort ein Wochenende verbringen möchte, weil er darüber ein Buch schreiben möchte. Er hat schon einige Bücher geschrieben über mysteriöse Vorfälle und jetzt möchte er am eigenen Leib erleben, wie es dort auf dem Leuchtturm zugeht und er lässt sich halt für ein Wochenende dort einsperren. Was das Buch neben dieser tollen Aufmachung und diese, weil es limitiert ist, ausmacht, ist die Schreibweise. Denn wir bekommen das Ganze erzählt dadurch, dass der Autor zum einen eine Kamera mitnimmt und zum anderen ein Diktiergerät. Und über diese beiden Geräte bekommen wir halt diese Geschichte erzählt. Wenn er was filmt, dann wird beschrieben, was man sieht und was man hört. Und wenn er ein Diktiergerät benutzt, dann wird halt erzählt oder steht halt genau das dort, was er auf dieses Diktiergerät spricht. Und so ist es halt auch immer aufgebaut. Hier sieht man dann halt Video-Audio-Aufnahme und um wie viel Uhr die aufgenommen wurde. Und hier seht ihr zum Beispiel auch eine Schwarz-Weiß-Illustration. Ja, also diese Idee, diese Form von Erzählen hat mich sehr, sehr neugierig gemacht, weil das wirkt natürlich so, als wäre der Leser mittendrin. Das ist so ähnlich wie bei diesen Horrorromanen, Quatsch, Horrorfilm. Das ist ja auch so ein Trend gewesen zu Anfang mit Blair Witch Project, wo die Kameraführung ja auch so war, als ob die Jugendlichen selbst gefilmt hätten und als ob der Zuschauer halt direkt dabei war. Das macht natürlich ja, das Erleben, diese Geschichte besonders. Ich muss aber sagen, dass ich zu Anfang etwas Probleme damit hatte, besonders mit der Kamera. Wenn die Kamera ins Spiel kam, dann wurde halt wirklich nur beschrieben, was man dort sah. Gab es also keinen richtigen Erzähler oder so, der die Geschichte umrissen hat. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber dann ging die Kamera irgendwann kaputt, aus Gründen, sage ich jetzt einfach mal. Dann wurde hauptsächlich das Diktiergerät benutzt und damit kam ich viel besser klar, wo es denn wieder einen Erzähler gab, nämlich eben den Autoren selbst, der drauf gesprochen hat, der auch von seltsamen Ereignissen, Todesfällen aus der Vergangenheit berichtet hat, was er so recherchiert hat und dann aber auch berichtet, was er entdeckt, was er erlebt und wir mittendrin dabei sind, wenn er Geräusche hört. Und ich fand diesen Wandel sehr, sehr interessant. Zu Anfang war er sehr neugierig und war sehr freudig erregt, auf diesen Leuchtturm zu kommen. Und irgendwann ja, passiert es dann doch, dass er Angst bekommt. Und diesen Dreh fand ich dann wirklich dann auch richtig gruselig und man hat dann auch die Geräusche selbst gehört. Ich bin aber, wie schon gesagt, kein Fan von Kurzgeschichten. Ich finde auch hier, diese Geschichte hätte gerne noch mehr Seiten haben können, gerade weil es eben auch mehrere Geschichten in der Geschichte gab, wo der Autor dann erzählt hat, was er noch so recherchiert hat, was noch für Personen auf diesem Leuchtturm gelebt haben. Aber insgesamt war es eine wirklich schöne, atmosphärische, schaurige, unterschwellige Geistergeschichte und kann ich wirklich allen empfehlen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch Exemplare gibt, aber es ist auch wirklich teuer, auch wenn es eine schöne Aufmachung ist, kann ich es verstehen, dass man das nicht unbedingt ausgeben möchte, die 37 Euro oder was das auch waren. Aber es ist halt wirklich was Besonderes, was man denn im Regal stehen hat. Und vielleicht guckt ihr euch einfach mal die nächsten Bände an, die eben erscheinen werden im Cemetery Dance Verlag beziehungsweise im Buchheim Verlag. Und vielleicht gefällt euch ja davon was. Oder ihr seid des Englischen mächtig und dann könnt ihr auch in der englischen Version die ganzen Bücher lesen und vielleicht bekommt man die dann ein bisschen günstiger. Ja, weiter geht's. Mal gucken, ob ich durchhalte die ganzen 11 Bücher lang. Das nächste Buch ist wieder was sehr, sehr Besonderes und das war meine Highlights in den Neuzugängen aus Januar. Auch das habe ich sehr, sehr schnell also zur Hand genommen. Es ist einfach wunder, wunderschön. Und zwar ist das Alice im Wunderland von Lewis Carroll in dieser enorm schönen Ausgabe, illustriert von Benjamin Lacombe. Ich habe bereits eine Alice im Wunderland-Ausgabe hier. Da war mir es wichtig, als ich das erste Mal gekauft habe, dass es ja keine gekürzte Ausgabe ist. Es ist zwar eine übersetzte Ausgabe auf Deutsch jetzt, aber mir war es wichtig, dass es nicht irgendwie umgeschrieben wurde, sondern möglichst dem Original nahe. Und bei dieser Ausgabe
ist es mir halt wegen Benjamin Lacombe einfach ins Auge gefallen und es stand schon länger auf meiner Wunschliste. Und da ich einen Gutschein hatte, habe ich es mir dann gegönnt. Und ja, es ist einfach wunderschön aufgemacht. Und beim ersten Mal Lesen von Alice im Wunderland war ich ja doch etwas irritiert und enttäuscht von der Geschichte, weil ich die ganzen Adaptionen so toll fand. Aber die Geschichte selbst ist ja doch sehr skurril. Und da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass ich keine Figur in diesem Roman irgendwie sympathisch fand, inklusive Alice. Jetzt beim zweiten Mal lesen wusste ich ja, worauf ich mich einlasse und ich hatte extrem viel Freude, seltsamerweise jetzt beim Lesen, weil ich einfach wusste, es ist eher ein Kunstgriff und die mit diesen ganzen skurrilen und schrulligen Charakteren, diese Dialoge alleine, die Alice führt, da hat man dann viel mehr Freude gehabt, weil man einfach wusste, worauf man sich einlässt, dass es nicht einfach eine niedliche Kindergeschichte ist, sondern da viel mehr hinter steckt und einfach dann auch diese wunderschönen Illustrationen genossen habe. Allerdings gibt es hier drin nicht nur diese wunderschönen großen bunten Illustrationen, sondern es gibt auch Schwarz-Weiß-Rot-Illustrationen, die zwar auch niedlich waren, aber ich fand, haben irgendwie nicht so richtig zu diesen bunten gepasst. Da hätte ich denn lieber noch ein paar mehr bunte gehabt. Also in diesem Stil hier. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also diese Ausgabe ist einfach der Hammer. Manchmal konnte man sogar was aufklappen. Da muss ich aber sagen, das war ein bisschen unhandlich, besonders wenn man das irgendwie im Bett gelegen hat oder so. Da ist mir das dann einmal gerissen beim Aufklappen. Da habe ich mich dann ein bisschen geärgert. Aber insgesamt eine tolle Idee, wie das Ganze gestaltet wurde, wenn Alice halt was trinkt oder isst und größer wird und dadurch dann musste man das Ganze aufklappen, damit man Alice überhaupt auf einem Blatt Papier sehen konnte. Ja, also wirklich beim zweiten Mal Lesen von Alice im Wunderland hat mir das extrem viel Freude bereitet. Was hier noch besonders ist, dong, jetzt schlage ich mich damit schon, ist, dass wir ein bisschen mehr über das Leben von Lewis Carroll erfahren. Also ein paar biografische Daten erhalten wir und auch ein paar Briefwechsel bekommen wir mit, die er und Alice sich geliefert haben, also sich gegenseitig geschrieben haben und so ein bisschen auf das Verhältnis eingeht. Also es gab ja wirklich eine Alice und für diese Alice hat Lewis Carroll dieses Werk geschrieben und es gab ja auch viele Gerüchte, warum er irgendwann Alice nicht mehr sehen durfte und dass seine Freundschaft einem vielleicht ein bisschen in eine ungesunde Richtung ging zu diesen ganzen Kindern, die er auch fotografiert hat. Und ja, also das alles war sehr, sehr spannend und faszinierend zu lesen. Aber er wurde irgendwie, das fand ich ganz gut, er wurde hier weder verteufelt in diesen Beschreibungen, noch wurde er verherrlicht. So hatte ich jedenfalls das Gefühl, dass man sich so sein eigenes Bild machen konnte, weil es eben jedenfalls meines Erachtens nicht, keine richtige Lösung gibt, was nun genau passiert ist, weil genau diese Briefe oder diese Aufzeichnungen halt zerstört worden sind. Ja, also eine wunderschöne Ausgabe und es freut mich sehr, dass ich beim zweiten Mal Lesen so viel mehr Spaß hatte, weil ich einfach wusste, worauf ich mich einlasse, weil ich liebe einfach die ganzen Adaptionen und die ganzen Figuren, die einfach aus diesem Original stammen und deswegen wollte ich es unbedingt nochmal lesen. Und da fällt mir gerade ein, dass das ja auch ein Reread war eigentlich. Also eigentlich habe ich ja drei Rereads gehabt, aber da das Buch selbst neu war, ja. Mehr oder weniger Reread. Egal. Auf jeden Fall auch ein Highlight im Lesemonat Januar. Das nächste Buch habe ich euch gerade in einer weiteren Rezension vorgestellt gehabt im letzten Video. Und zwar ist das Der silberne Traum, die Chroniken der Nebelkriege von Thomas Finn. Von Thomas Finn habe ich ja schon einiges gelesen, aber das waren alles Horrorromane oder Dark Fantasy. Und hier behandelt es sich um High Fantasy im Jugendbuch-Kinderbuchbereich. Und da war ich sehr, sehr gespannt drauf. Auch hierbei handelt es sich um ein Rezensionsexemplar.
Und auch die Rezension werde ich euch in der Infobox verlinken. Wir treffen hier auf die Elfe Fee, die auf einem Schiff mitten auf dem Meer erwacht, ohne Erinnerungen. Sie wird dann aber später herausfinden, dass ihr Volk und das Land unterjocht wurde von der, wie heißt sie, von der Nebelkönigin Morgoja unterjocht wurde. Und sie hat irgendeinen Auftrag, sie kann sich aber nicht mehr daran erinnern. Sie findet Freunde und Feinde und reist durch das Land und muss mehrere Intrigen und Angriffe von dieser Nebelkönigin bzw. von ihren Schergen verhindern. Und es ist ein sehr, sehr buntes, rasantes und mit also sehr, sehr vielen Ideen gespicktes Abenteuer, was mir Spaß gemacht hat. Es hat auch so seinen witzigen Charme, es hat schrullige Charaktere, es hat eine Vielfalt von Wesen, die hier eingeflochten worden sind. Es ist sehr, sehr maritim, also wirklich ein Hommage an das Meer und dass die Welt. Man sieht es hier so ein bisschen an der Karte, ist unserer Welt angelehnt. Also Hamburg ist Hammerburg und England bzw. Großbritannien ist Albion und so fort. Aber es hat sehr, sehr viele eigene Ideen. Man merkt aber der Sprache und auch den Figuren an, dass es sich eben doch um ein Kinderbuch handelt. Deswegen hat es auch nicht die volle Punktzahl bekommen. Aber ich muss auch sagen, vielleicht ist das Buch auch so ein bisschen hinten übergefallen, weil ich nebenher ein anderes Buch gelesen bzw. gehört habe und das um einiges epischer und ja, das war halt das Reread oder das Re-Listening, wozu ich gleich komme und deswegen ist es vielleicht ein bisschen hinten übergefallen im Vergleich, hat es dann doch leider nachgeben müssen, aber insgesamt hat es mir gefallen. Hierbei handelt es sich übrigens um die Vorgeschichte zu einer Trilogie, die ich noch nicht gelesen habe. Also das ist jetzt auch eine Neuauflage, das gab es schon mal. Und ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Also hier ist es als Band 1 betitelt in der Neuauflage, aber damals, als es schon erschienen ist, war es, Chrono ist es erst nach der Trilogie erschienen, wenn ihr versteht, was ich meine. Egal, ihr müsst nur wissen, dass dieser Band die Vorgeschichte zu einer Trilogie ist und dass ich ein paar Kritikpunkte hatte, aber insgesamt hatte das Buch auf jeden Fall seinen Charme und viele tolle, bunte, aufregende Ideen. So, und jetzt kommen wir zu meinem Reread bzw. zu dem Hörbuch, was ich gehört habe, denn ich habe das nebenher, wollte das nebenher immer so ein bisschen hören und dann ist es aber immer mehr in den Fokus gerückt und ich habe mir immer überlegt, was kannst du jetzt machen, damit du nochmal Hörbuch hören kannst, weil ich bin nicht so der Mensch, der sich einfach hinsetzen kann und Hörbuch hören kann, es sei denn, es ist enorm spannend, aber ja, eigentlich muss ich nebenbei was machen, dann habe ich mir dann immer, ach, jetzt wäschst du nochmal ab oder jetzt gehst du nochmal raus und hörst dann währenddessen Hörbuch. Ja, und ich rede von dieser enorm tollen Reihe, Das Lied der Dunkelheit von Peter V. Brad, also der Dämonenzyklus. Hier ist der erste Band mit diesem Oschi und das habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich im Januar schon so schnell fertig werde mit diesem Hörbuch. Also ich habe das eigentlich bis Mitte Januar durchgesuchtet, gehört. Ja, deswegen hatte auch die Chroniken der Nebelkriege ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil immer wieder das dazwischen kam. Weil eigentlich war mein Erstbuch immer das andere und das wollte ich ja so ein bisschen daneben herhören, aber das hat sich immer wieder dazwischen gestohlen und dann wollte ich das einfach auch durchhören. Und ja, ich bin so glücklich, dass ich das wieder zur Hand genommen habe. Und ich habe euch ja schon mal berichtet, dass ich letztes Jahr so ein bisschen enttäuscht von der High Fantasy war. Und ich hatte schon überlegt, vielleicht liegt es einfach daran, dass sich dein Geschmack geändert hat. Dass ich einfach im Moment nicht so sehr auf High Fantasy Lust habe. Vielleicht liegt es daran, dass mich so viel High Fantasy nicht mehr anspricht oder so enttäuscht. Aber dann habe ich das nochmal zur Hand genommen und genau, so muss das laufen, habe ich denn gedacht. Und ich habe das so sehr genossen. Ja, also ich freue mich, dass ich diese Reihe wieder entdecke. Beziehungsweise ein weiterer Grund, warum ich unbedingt nochmal von vorne anfangen wollte, war ja auch, dass ich bisher nur die ersten drei Bände gelesen habe und zwei Zusatzbände.
und den vierten bereits hier auf meinem Sub liegen habe, hier zu Hause liegen habe. Und ich dann irgendwann aber nicht weitergelesen habe, weil ich dachte, okay, jetzt wartest du, bis der Rest der Reihe auch noch erschienen ist. Und das ist er mittlerweile. Aber jetzt habe ich schon wieder so viele, ja, Details vergessen, dass ich dann doch wieder von vorne anfangen wollte. Und dann hat es sich halt einfach noch weiter gezogen. Und jetzt habe ich endlich wieder den ersten begonnen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das Buch gelesen oder erlebt habe, in diesem Falle gehört. Und ja, es wird einfach nicht langweilig. In diesem Buch treffen wir auf eine Welt, in der die Menschen je in jeder Nacht von Dämonen aufgesucht werden und gequält werden. Diese Dämonen, die kann man einfach nicht bekämpfen. Die sind unsterblich und sie sind ja enorm blutrünstig und lauern den Menschen auf. Und das Einzige, was zwischen den Dämonen und den Menschen steht, sind Schutzsiegel, die die Menschen benutzen, um sich halt zu verstecken vor den Dämonen. Jede Nacht in ihren Häusern ringsherum stellen sie halt Siegel auf, beziehungsweise ritzen diese Siegel in die Wände ein, um sich zu schützen. Ja, aber es kommt natürlich zu vielen Unfällen, weil wenn irgendwas bei den Siegeln nicht richtig ist, wenn da irgendwie Dreck drauf ist oder die verblichen sind oder sie irgendwie beschädigt sind, sobald da irgendwie eine Lücke ist, finden die Dämonen das und ja, dann wird das gesühnt, dass man diese ja, Siegel nicht ordentlich geprüft hat. Und wir treffen auf Arlen. Das ist ein kleiner Junge, der in einem wirklich sehr, sehr kleinen Dorf wohnt. Und er ist irgendwie sehr, sehr neugierig und möchte auch gerne Freiheit haben und versucht jeden Tag, so weit wie möglich von zu Hause wegzukommen, also seine Abenteuer zu erleben. Aber jeden Abend muss er wieder zurück sein. Und eines Abends oder eines Nachts erlebt er mit, wie sein Vater, der eigentlich geschworen hat, auf seine Familie aufzupassen, zu einer Salzsäule erstarrt, als seine Mutter angegriffen wird und der Vater ihr nicht zur Hilfe kommt, weil er selbst einfach so eine große Angst hat. Da schwört sich Arlen, dass er nicht so enden wird wie sein Vater und er läuft von zu Hause fort und möchte ja, sich auf die Suche machen nach Lösungen beziehungsweise nach Waffen, die diese Dämonen verletzen können. Es gibt nämlich die Legende, dass damals tatsächlich Siegel gab oder Waffen gab, mit denen diese Dämonen getötet werden konnte. Und genau darauf baut Arlen und er möchte keine Angst haben vor der Nacht. Er möchte sich den Dämonen stellen. Und zunächst einmal möchte er Kurier werden, die halt von Ort zu Ort reisen und auch nachts in der freien Natur übernachten und die als sehr mutige Menschen gelten. Ja, er häuft sich also Wissen an und sucht nach diesen Siegeln. Wir haben hier auch noch zwei weitere Protagonisten. Zum einen ist das Roger oder Roger. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht oder ist ja eigentlich auch wurscht. Ich habe immer Roger gesagt. Im Hörbuch hieß es Roger. Und er kann die Dämonen, er hat auch ein Schicksal, ein sehr tragisches Schicksal, wodurch er ohne Eltern aufgewachsen ist und er erkennt, dass die Musik eine besondere Wirkung auf die Dämonen hat. Und dann lernen wir noch Lisha kennen, die zu einer Kräuterfrau ausgebildet wird und auch sie hat ein sehr, sehr tragisches Schicksal. Mit ihr leidet man auch sehr mit und sie lernt halt viel über Kräuter und die Kräuterfrauen geben auch ihr Wissen immer von einem zum anderen weiter. Dadurch lernt sie auch sehr, sehr viel aus der Geschichte und über die Dämonen. Oh Gott, ich komme ins Schwärmen und ins Erzählen. Ich will gar nicht so viel sagen, weil das würde hier total den Lesemonat sprengen, der ja sowieso schon so ewig lang ist. Ich will nur damit sagen, es ist so episch, es hat so viel Tiefe und auch die Charaktere des Deswegen stinkt das hier leider ab, weil hier die Charaktere ein bisschen, ja, es ist halt ein Kinderbuch. Ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Ich will nur sagen, dass es vielleicht sehr ungünstig war, die beiden nebenher zu lesen, weil das hier die Figuren so tief waren und vor allem, was wir alles mit ihnen miterleben wollen. Also hier ist das Leben nicht sehr nett zu den Figuren. Es ist teilweise auch sehr blutrünstig, sehr
manchmal ein bisschen vulgär, könnte man sagen. Es geht auch zur Sache, aber es hat einen guten Grund. Also es ist nicht einfach nur die Sprache des Autoren, sondern so geht es halt. Es zeigt halt vieles auf, wie es in dieser Welt einfach vor sich geht. Und ich freue mich schon extrem, einfach weiterzulesen, weil ich weiß ja schon, was in Band 2 und Band 3 ungefähr passiert, wie dicht und wie sehr tiefer auch die Geschichte noch wird, wie sie weitergesponnen und entwickelt wird, was für Personen wir noch kennenlernen werden. Ja, einfach genial. Das Einzige Manko war, dass es hier natürlich immer wieder kleine Zeitsprünge gab, weil Arlen ja auch nach und nach immer erwachsener wird und da muss man Zeitsprünge machen. Aber ein Zeitsprung fand ich einfach nicht okay, weil genau da, worauf er die ganze Zeit drauf ja, hingearbeitet hat, was er gerne machen wollte, was er gerne werden wollte, und dann so seine ersten Erfahrungen, die werden einfach ausgeblendet und das fand ich extrem schade. Aber genau diese Abenteuer, die er erlebt und die in diesem ersten Band ausgeblendet wurden, beziehungsweise sogar rausgestrichen worden sind, findet man in diesem Zusatzband, Der große Bazar von Peter V. Brad, Erzählungen aus der Welt des Fantasy-Bestsellers, Das Lied der Dunkelheit. Hier beschreibt auch der Autor, warum diese Szenen gestrichen worden sind und weswegen ja, er manche Szenen rausgenommen hat, aber er sich freut, diese hier dann doch abdrucken zu können. Ich finde es aber schade, weil ich meine, wenn sie sowieso rauskommen, warum haben sie sie dann nicht gleich drin gelassen? Weil ich fand die gar nicht unwichtig. Er schreibt halt, dass seine Lektoren ihn dazu geraten haben, teilweise er aber selbst auch die rausgestrichen haben, dass er sagt, dass ja diese Stories halt der Geschichte selbst nichts gegeben haben, dass sie mit der Story selbst nichts zu tun hatten und die nicht vorangetrieben haben. Ich fand aber schon, dass das sehr, sehr wichtig war, weil das Arlens erste Abenteuer waren, die ihn sein Ziel näher bringen. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass es denn erst später hier gesondert rauskam. Dennoch freue ich mich natürlich, dass sie überhaupt erschienen sind. Vielleicht haben sie sich auch erst dazu entschlossen, als sie gesehen haben, dass diese Reihe so extrem erfolgreich geworden ist. Was hier in dem Aufbau ein bisschen komisch ist bei diesem Sonderband, dass es nicht chronologisch ist, also dass wir hier erst eine Geschichte haben, die dann später spielt und danach eine Geschichte, die früher spielt. Also das fand ich ein bisschen schade von dem Aufbau her. Aber insgesamt waren das tolle, wirklich tolle Abenteuer, die mich wieder gecatcht haben, obwohl das nur so ein Zusatzband ist. Und ich fand schon, dass sie irgendwie mit in die Geschichte hineingehört haben. Unter anderem gab es dann auch noch den Prolog, den eigentlich dieses Buch hier haben sollte, der gestrichen wurde, wo er erzählt hat, dass das eigentlich beim Schreibwettbewerb rausgekommen ist, der Prolog. Und das war so die Idee überhaupt von dieser Welt, die dann lange in seiner Schublade gelegen hat. Und irgendwann ist er halt zu dieser Welt zurückgekehrt. Aber das Erste, was er halt für diese Geschichte geschrieben hat, war dieser Prolog. Und der durfte dann nicht in die Geschichte hinein, was er schade fand, aber da war der Schreibstil wohl auch ein bisschen anders und der Stil irgendwie ein bisschen anders. Ja, aber auch das hat mir gefallen und hinten drin ist sogar noch so ein kleines, da stehen die ganzen Siegel, die es so gibt, die Schutzsiegel vor den Dämonen und noch andere Siegel und auch noch mal so ein Krasianisch Lexikon. Das ist halt ein Krasia, ist eine besondere Stadt, die Arlen nachher irgendwann auch besucht. Und so eine Wüstenstadt, die eine andere Sprache hat. Und da gibt es halt einige Begriffe, die erklärt werden. Es gibt einige Illustrationen. Also den Zusatzband kann ich durchaus empfehlen. Und auch empfehlen, direkt danach, nach dem ersten Band zu lesen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr fantasy-lastig in diesem Lesemonat, was mich freut. Und vielleicht freut es ja auch einigen Zuschauern, die so ein bisschen High Fantasy oder Allgemein Fantasy ein bisschen vermisst haben auf meinem Kanal. Und ich freue mich, dass ich ja, wieder ein bisschen mehr davon drin habe. Auch das nächste Buch gehört wieder zum Thema High Fantasy. Habt ihr aber auch schon einiges von gehört von diesem Buch in meinen Videos. Die Gabel, die Hexe und der Wurm. Geschichten aus Alagesia. Band 1 Eragon ist der neue Buch.
das neue Buch von Christopher Paolini aus der, ja, aus dem Eragon-Universum. Auch einer meiner Lieblingsreihen, auch eine meiner Lieblings-High-Fantasy-Reihen. Und natürlich war das deswegen ein Muss für mich, obwohl ich enttäuscht war, dass es kein eigener Roman, neuer Roman war oder eine neue Reihe herausgekommen ist, sondern eben ein Kurzgeschichtenband. Aber was mich darüber hinweggetröstet hat, das wusste ich vorher nicht, ist, dass diese drei Kurzgeschichten, die hier enthalten sind, eine Rahmenhandlung haben. Und zwar treffen wir hier auf Eragon, der ein Jahr nach dem Ende der Reihe, sag ich mal, um nur so ein bisschen anzudeuten, halt sein Dasein fristet und seine neuen Aufgaben hat. Und wir erleben hier so ein bisschen seinen Alltag und die neuen Probleme, die dieses Leben halt mit sich bringt. Und das hat mich sehr gefreut, dass wir dann irgendwie doch so eine kleine Weiterführung haben, weil ich das Ende der Reihe damals auch nicht mochte, dass mir irgendwie zu offen war und ich vieles erfahren wollte, was wir hier jetzt erhalten an Infos. Das hat mich wirklich gefreut, da bin ich wirklich glücklich drüber und auch die Kurzgeschichten fand ich interessant und auch da haben wir einige bekannte Figuren wieder getroffen und eine Kurzgeschichte fand ich besser als die andere, aber das ist ja meistens so der Fall, deswegen, das hat mich so ein bisschen getröstet, dass es hier so eine Rahmenhandlung hatte und dass die Geschichten dann doch so ein bisschen aufeinander aufgebaut, also sie haben sich nicht aufeinander aufgebaut, aber sie hatten so Querverweise und deswegen ist es doch kein reiner Kurzgeschichtenband. Da hier Band 1 steht, werden wahrscheinlich noch mehr Kurzgeschichten oder Geschichten aus Alegesia kommen. Wir werden schauen und wahrscheinlich betrifft das denn nicht Eragon, sondern irgendeine andere Figur. Ja, wir werden sehen. Ich finde das Cover leider überhaupt nicht schön. Aber das ist ja auch nur nebensächlich. Insgesamt der Inhalt hat mir gut gefallen. Hierzu wird es noch eine Rezension geben. Da werde ich dann ein bisschen näher auch auf die Kurzgeschichten eingehen und auch ein bisschen genauer sagen, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Aber insgesamt war ich doch positiv angetan von diesem Buch. So, und dann haben wir noch eine Kurzgeschichte oder eine Novelle, die ich von E.T.A. Hoffmann gelesen habe, und zwar aus diesem Werk. Das habt ihr auch in meinen Neuzugängen gesehen. Das habe ich mir für die Uni besorgt. Da wollte ich halt bestimmte Werke von ihm lesen, war mir noch nicht sicher, welche ich nutzen werde für die Uni. Und deswegen habe ich mir hier so ein gesammelte Werke gekauft. Und ein Werk habe ich jetzt von ihm gelesen, und zwar ist das der Magnetiseur. Und die Geschichte hat mir auch gut gefallen, ist auch relativ kurz. Ich glaube irgendwie, guck mal eben, der Magnetiseur, wo haben wir ihn da? Ja, es waren 40 Seiten, also nicht viel. Und dabei geht es um eine Familie, die vor dem Kamin sitzt und sich gegenseitig Geschichten erzählt, beziehungsweise sie sprechen über Träume, was Träume bedeuten, ob das überhaupt eine Bedeutung hat oder nicht. Und die haben halt verschiedene Meinungen dazu. Und dann erzählt der Vater mal eine Geschichte aus seiner Jugend, wo er böse Träume hatte und was diese bewirkt haben. Und dann haben sie halt auch noch über den Freund des Sohnes gesprochen, der so Heilkräfte hat und der aber auch ein bisschen seltsam anmutet, ein bisschen unheimlich und der Vater traut ihm nicht so richtig. Ja, und was aus dieser Familie wird, das erfährt man denn da und es ist zum Teil unheimlich, aber ich hätte zum Beispiel mehr über die Geschichte erfahren, die der Vater geschildert hat. Ich dachte, oh, jetzt geht es darum. Und dann war auf einmal die Erzählung vorbei und dann ging es irgendwie doch viel mehr um den Freund des Sohnes als um diese Story. War es eine Story in der Story in diesen kurzen 40 Seiten. Aber insgesamt hat es mir Lust auf mehr gemacht. Mehr habe ich aber auch noch nicht gelesen. Eigentlich wollte ich weitere im Januar lesen. Da bin ich dann nicht mehr zugekommen.
Der Sandmann ist jetzt übrigens auch drin enthalten. Den wollte ich auf jeden Fall lesen. Ist ja so sein bekanntestes Werk. Und ja, mal schauen, was ich denn in den nächsten Lesemonaten berichten werde, welche Kurzgeschichten ich noch von ihm lesen werde. Ja, jetzt sind noch zwei Bücher übrig, die ich im Winterharzurlaub gelesen habe. Kurzurlaub, die habe ich mir extra dafür mitgenommen. Und zwar ist es zum einen Der Wächter des Matterhorns, mein Leben auf der Hörnli-Hütte von Kurt Lauber. Das habe ich ausgeliehen bekommen von meinem Vater und ich dachte, ach, das kann ich auch noch mitnehmen. Das sind nämlich mal so ganz kurze Kapitelchen. Und dort berichtet halt Kurt Lauber, wie es ist, auf der Hörnli-Hütte zu sein. Das ist kurz unter dem Matterhorn. Und dort steigen halt sehr, sehr viele Bergsteiger, Bergsteigerführer und viele, viele andere ab, bevor sie dann halt auf das Matterhorn steigen oder halt nur um das Matterhorn von unten zu betrachten. Aber es ist halt auch schon, die Hörnli-Hütte ist ja auch schon sehr, sehr weit oben und erzählt halt, wie das Leben dort oben so ist mit Wassermangel und was es für Unfälle dort gibt, was er alles so für lustige Erlebnisse hatte, wie er überhaupt dazu gekommen ist, dieser Wirt dieser Hörnli-Hütte zu werden. Und ja, was für ein Leben das einfach ist. Und das sind dann immer nur 3 Monate pro Jahr ist die Saison. Ansonsten ist das da so unwirtlich, dass die Hütte denn geschlossen bleibt. Also die Saison ist sehr kurz, aber da dafür auch sehr, sehr extrem. Also es ist ein sehr anstrengender Arbeitsalltag für ihn. Aber er ist halt nicht nur der Wirt dieser Hütte, sondern er ist auch gleichzeitig Bergführer. Und auch Rettungsspezialist, der halt immer mit dem Hubschrauber dann auch Me Menschen retten muss und halt immer auf dem Sprung ist, wenn er Rettungsdienst hat. Also es sind sehr, sehr kurze Anekdoten, die mal lustig sind, die mal sehr interessant sind, mal sehr dramatisch und tragisch sind. Also es ist ein wirklich tolles Potpourri und das konnte man immer zwischendurch lesen. Ich dachte halt, dass ich mal hier mal eine Geschichte, mal da mal eine Geschichte lese und das vielleicht gar nicht so chronologisch durchlese, aber doch, es hat viele Querverweise und ist doch aufgebaut. Also wir begleiten ihn eine Saison und dort schreibt er halt immer chronologisch, aber zwischendrin landet er dann immer wieder in der Vergangenheit, genau so heißt das, und erzählt dann dort immer wieder, was ihm damals passiert ist und ja, wie er überhaupt Bergführer geworden ist und so weiter, wie es so seine Leidenschaft für die Kletterei überhaupt entstanden ist. Und ja, also hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet, auch wenn das jetzt kein so dramatisches Werk war wie jetzt zum Beispiel Sturz ins Leere. Das ist ein ganz anderes Kaliber, aber sowas. Natürlich dramatische Sachen hat er als Rettungsspezialist natürlich auch erlebt, aber es hat immer wieder auch lustige Anekdoten hier gegeben. Deswegen, ja, also es war eine tolle Mischung, die man immer zwischendurch lesen konnte. Und mein zweites Werk, was ich im Harz dabei hatte, im Winterrudelurlaub, war dieses hier. Na, das spiegelt so ein bisschen. Im Schatten der Hexen. Und zwar ist das der zweite Band der Reihe, Hexenjahr. Das ist eben ein mystischer Harz-Krimi-Hexenreihe. Da habe ich euch, ich glaube, im letzten Jahr in dem vorletzten Jahr ist es dann ja schon gewesen, meinen Highlights, 2017 ist das vorgekommen, der erste Band. Der zweite ist jetzt halt so schon ein bisschen, ja, habe ich jetzt ein bisschen später gelesen. Dadurch sind mir einige Details abgekommen vom ersten Band. Ich habe vorher ein bisschen im ersten Band noch reingeblättert und mir so die letzten Kapitel nochmal durchgelesen, damit ich wieder drin reinkomme. War aber ein bisschen schwierig. Das habe ich jetzt auch nicht bis zum Ende geschafft. Da habe ich im Januar nur bis zur Hälfte es geschafft und jetzt bin ich aber mittlerweile auf den letzten 70 Seiten, also das 60 Seiten, das werde ich heute hoffentlich noch durchlesen und ich werde euch dann im Februar, also im Lesemonat Februar berichten, wie mein Fazit ausgefallen ist. Also es ist eine sehr, sehr spannende Genremischung eben aus Krimi, Historisches und Hexen, Mystik.
Fantasy, wie auch immer. Also ich fand, im ersten Band war die Mischung sehr, sehr gelungen. Wie das im zweiten Band der Fall ist, werde ich euch dann berichten. Ja, und jetzt machen wir aber auch Schluss. Mensch, das ist ja gar nicht so lang geworden, wie ich dachte. Ich dachte, ich laber jetzt hier über eine Stunde, aber jetzt bin ich doch fixer durchgekommen, als ich dachte. Jetzt, ja, frage ich mich gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich hoffe mal nicht und dass ich euch alles gezeigt habe, was ich zeigen wollte, aber wir müssen das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Ja, was haltet ihr denn von den Büchern, die ich in die Kamera gehalten habe? Kennt ihr irgendwas davon? Habt ihr davon irgendwas gelesen? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Und dann natürlich die Frage, wie ist denn euer Lesejahr so gestartet? Habt ihr viel gelesen? Habt ihr wenig gelesen? Und viel wichtiger, habt ihr tolle, interessante Bücher entdecken können? Dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Ja, und jetzt wünsche ich euch weiterhin eine tolle, lesereiche Zeit und wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.